Ja, willkommen zu Euro Truck Simulator 2. Es geht weiter und zwar im neuen Patch 1.8 für Euro Trucks. Und ja, hinzugekommen ist auch ein neuer LKW, den ihr jetzt hier sehen könnt, nämlich den Scania Streamline. Ja, der Scania Streamline ist nun hinzugekommen und so sieht er aus, steht hier oben Streamline. Ja, das ist der beste, ist der leistungsstärkste mit 730 PS verfügbar. Ab Level 25 könnte man diesen kaufen. Normalerweise sollte das eigentlich frei sein durch den Mod, aber das muss wahrscheinlich noch dann gefixt werden. Das ist auf jeden Fall. Und ja, es sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Werde ich wahrscheinlich auf meinen privaten Spielstand dann mal draufziehen. Ja, und die bekommt man dann alle beim Scania Händler. Und zwar bei den großen. Also die großen sind natürlich die gelben. Und dann, ich war gerade in Tunis, allerdings auch zum Beispiel in Deutschland wie in Hannover würde es einen geben. Gut, und wir fahren jetzt erstmal weiter. Hier, ich habe jetzt schnell mal geschlafen, weil es war nämlich nicht mehr viel Zeit. Und ja, jetzt aber allerdings erstmal nochmal reparieren hier. Halt. Kurze Wartung. Gut. Ja, wir haben auch 720, allerdings durch den Motoren-Mod, der hier auch mit drauf ist. Ja, und dann suchen wir uns jetzt mal einen Auftrag, wo wir jetzt hier gleich mal hinbrummen können. So, schauen wir mal. Wir sind in Murcia. Oh. Das sieht natürlich nicht gerade so berauschend aus. Bologna wäre da. Meknes wäre hier. Und Toulouse wäre dort. Wie war denn das, wo, wenn wir nach Ollia gefahren sind? Das muss ich mir gerade mal auf der Karte angucken, weil dann geht es wieder zurück nach Marokko. Also hier. Hier lang gefahren. Hier ist dieses und Meknes ist hier. Müssen wir hier diese Landstraße lang fahren. Müssen wir hier bei Rabat raus und dann hier hin. LKW weiter, Acese, Obi. Wie sieht es mit Frankreich aus? Machen wir da. Das wäre hier Toulouse. Spa, Strackbar, BP und Obi. Das wäre reine Autobahn, oder fast reine Autobahn. So, mal wieder rein. Um ehrlich zu sein, gefällt mir das nicht so ganz, deswegen nochmal. Schauen wir mal, was wir jetzt haben. Immer noch die blöden Baumstämme. Das darf da echt nicht wahr sein. Was ist denn hier wieder? Weil warum so wenig Aufträge?
So, jetzt hätten wir hier Trabant, Marseille, Gibraltar. Was hat Tunis? Na, Tunis ist wenig. Dann nehmen wir jetzt hier mal Tarza, wäre natürlich lang, ne? Sonst Marseille als Alternative. Wir schauen noch mal, was wir dort hätten. Tarza hätte DHL-Strack. Weil ich gucke auch mittlerweile schon so, welche Firmen da besiedelt sind, um möglichst gut dann da wegzukommen. Und Marseille hat Barcelona, Marseille. Marseille nehme. So. Marseille, das Öl. Ja, ganz klar anscheinend, dass wir Marseille nehmen, weil da DHL, nicht DHL, sondern ADR gut wartet dann auf uns. Und wir wollen ja hier nur die Top-Ware transportieren. Und die Top-Ware für mich ist ADR gut eben. Aua! Deswegen, weil wenn eine Stadt Lukoil oder ENI beheimatet hat, dann wird die natürlich bevorzugt. Das ist ganz klare Sache. Ich kann mich natürlich auch total irren, dass ADR-Gut in Wirklichkeit am schlechtesten ist, aber das, was ich immer hier beobachte, ist, dass ADR-Gut immer am meisten bringt. Gut, erstmal wieder auf dem Bürgersteig fahren. Ja, und wir fahren zur intelligenten Firma Daxa rein. Und schnappen uns den Öltank. Das andere war Spielzeug gewesen. Ja, jetzt könnte man ja raten, was ist der Öltank, was ist das Spielzeug? Ja, schwierige Auswahl. Ne? Das ist ganz schwierig jetzt. Was könnte wohl das Öl sein? Was könnte das Spielzeug sein? Ich glaube, Willy Betz, das ist bestimmt der Öltank. 100 Pro. Aber nein, wir wollen lieber. Wir nehmen lieber das Öl. Das Öl. So. Passt auch momentan ziemlich gut hier zur Zack zu Weihnachten. Beides eigentlich, Öl und warm zu haben und oh. Ah. Ja, weiter geht's. Das passt alles, wie gesagt, sehr gut zu Weihnachten. Denn mit dem Öl wollen wir einen warmen Hinter haben und das Spielzeug kriegen die Kiddies. Aber da ist mir das Öl dann doch ein bisschen lieber als das Spielzeug. Auf das Spielzeug kann man verzichten. Aber einen warmen Hinter, den wollten wir dann schon mal eher lieber haben. Ich weiß nicht, ob noch überhaupt jemand eine Ölheizung hat heutzutage.
Also wir haben hier alles Gasheizung. Ganz normal Gasheizung. Also am schlimmsten finde ich ja die Leute, die mit Holz heizen. A, der Umwelt zuliebe ist das schon mal scheiße. Und ja, die andere Sache ist immer das Holz rumschleppen. Das ging mir früher immer als Teenager total auf den Zeiger, weil mir das zu schwer war einfach. Und ja, mit Ölofen habe ich auch keine gute Erfahrung. Hatte ich irgendwie, wie alt war ich da? 2 Jahre? Oder so vielleicht. Sagte meine Mutter, heiß, heiß. Und ich packte mit meiner Hand schön auf den Ölofen drauf. Ja, danach aber wohl nie wieder gemacht. Es war auf jeden Fall sehr hoher Verbrennungsgrad, den ich da an der Hand hatte. Da weiß man noch, dass, also man sieht davon nichts. Also sind keine Narben zurückgeblieben zum Glück. Und ja, es war natürlich ganz schön warm. Meine Mutter hat mir dann einen Handschuh gegeben, da rein Eiswürfel reingemacht. Dann zum Hausarzt, Hausarzt gefahren. Der konnte dann erstmal die Blasen aufmachen. Und ich habe nur natürlich logischerweise geschrien wie sonst was. Obwohl, das würde ich jetzt in dem Alter wahrscheinlich auch immer noch machen, dass ich da ziemlich schreien würde, wenn man mir da so eine Blase aufmachen würde. Ja, und wir machen uns jetzt auf nach Marseille, nach Frankreich, und dann sehen wir mal dort weiter. In Marseille waren wir auf jeden Fall auch schon mal. Weil das in der Hafenstadt auch wiederum ist, wo wir dann auch wieder viele Anreisemöglichkeiten haben. Deswegen auch ist Marseille eigentlich da eine gute Option. Und weil es dann ja auch gleich auf die Autobahn gehen sollte.